Friday Sports Night für Groß und Klein. In der Friday Sports Night werden sich in regelmäßigen Abständen die Sporthallen der Stadt Bruck für die Jugend öffnen. Beim Kickoff in der Kletterhalle in Bruck konnte man sich neben Klettern auch über Slackline und Le Parcours informieren, was viele selbst zum Mitmachen angeregt hat. Eine Veranstaltung, die die Jugend vermehrt zu gemeinsamen Unternehmungen führen soll und das richtig kultig. Dabei handelt es sich um ein Präventionsprojekt, wo wir für Jugendliche die Sporthallen nachts öffnen wollen und trendige Sportarten wie zum Beispiel heute Slacklining, Parcours und Klettern anbieten wollen. Let's chill and thrill lautete die Devise und man erfuhr gleich einmal, was unter Slackline eigentlich zu verstehen ist. Und wer könnte dies besser erklären als der regierende Weltrekordhalter in dieser Disziplin? Slacklinen. Es wurde in den 70er Jahren im Yosemite in Kalifornien entwickelt. Früher wurde auf Stahlseilen balanciert, heutzutage balanciert man auf einem Band. Wenn man sich das anschaut, im Hintergrund sieht man ja ein bisschen was davon. Das sind ja kurze Strecken, die hier gegangen werden. 217 Meter, das ist der Weltrekord, den Sie momentan halten. 217 Meter kann man sich gar nicht vorstellen. Ewig, aber doch machbar. Wer kann das alles betreiben? Jeder, der möchte. Jeder, der sportbegeistert ist, jeder, der einfach in Balance sein möchte mit seinem Körper und Konzentration liebt. Mitgebrachte Musik und gute Stimmung gab's allemal unter den Jugendlichen. Vor allem auch im Workshop zum Thema Le Parcours. Le Parcours ist die Kunst der effizienten Fortbewegung, was gegründet worden ist in Frankreich. Es geht darum, dass man von Punkt A nach Punkt B so schnell wie möglich, effizient wie möglich und kraftsparend wie möglich rüberkommt. Es geht darum, halt im Endeffekt seine eigenen Entscheidungen zu treffen, seinen eigenen Weg zu gehen und dann so bewusst durch das Leben zu gehen mit stärkerem Körper und stärkerem Geist. So gesehen ein weiterer Meilenstein der Stadtgemeinde Bruck zum Thema Prävention in der Bezirksstadt. Es geht um Alternativen und wir haben viele, viele Projekte, wo wir versuchen, der Jugend Beispiele zu geben. Wir wollen der Brucker Jugend zeigen, dass es eine andere Unterhaltung auch noch gibt, als ausschließlich dort, wo sich am Wochenende die Leute bewegen, nämlich in den Beißeln, in den Gasthäusern. Es gehört auch dazu, das ist Freizeit, das ist auch Freizeitkultur für die Jugend, aber auch die Prävention und die Maßnahmen, die wir setzen, sollten ein fixer Bestandteil in der Stadt Bruck sein. Laut dem Bürgermeister soll diese Friday Sports Night in Zukunft eine ständige Einrichtung werden und einmal im Monat stattfinden. Also, chill and thrill. Sport an der Mur. Die Stadt Bruck an der Mur.